gibt es die Übung noch mit Schultern kreisen. Die eine Schulter geht nach hinten, die andere geht nach vorne. So, ich versuche das jetzt einfach mal. Ja, sieht vielleicht ein bisschen ulkig aus. Auch das habe ich schon ein bisschen geübt, aber nicht so gut wie das Finger-Qigong. Deswegen kann das jetzt etwas seltsam aussehen. Aber es scheint zu funktionieren. So ist es natürlich einfach. Ne? So, das ist eine weitere Übung, die einfach mal so in den Alltag einbauen kann. Komme in den Flow. Mit Mental First.